Herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels des Karlsruhe SC bei Erzgebirge Aue. Endstand 13:0 für den KSC. Ein verdienter Auswärtssieg letztendlich nach einer insgesamt Leistungssteigerung. Erste Hälfte war der KSC überhaupt nicht gut drin in der Begegnung. Offensiv gelang der Mannschaft wenig und hinten musste der KSC-Torhüter Jens Gersbeck das ein oder andere Mal retten. Letztlich gesehen war das 0:0 für den KSC schmeichelhaft. Da konnte keiner der Verantwortlichen mit zufrieden sein. Zur zweiten Hälfte kam bei KSC für Goller und Chutero, Lorenz und Kaufmann. Und nach einer gewissen Anlaufzeit lief es auch durch die alten Einwechslungen deutlich besser in der Begegnung. In der 45. Spielminute war es Philipp Hoffmann, der das 1:0 für den KSC erzielte. Dann in 67. Minute war es der Marvin Wanicek, der das 2:0 erzielte. Danach hatte der KSC das Spiel im Griff, aber gab sich nicht auf, doch der KSC war am Ende effektiver. In der 85. Spielminute war es Marc Lorenz, der das 0:3 für die Gäste erzielte und damit auch den Endstand. Somit holte sich der KSC 3 wichtige Punkte und hat nun 37 Punkte auf dem Konto und kann somit wohl für ein weiteres Jahr zweite Liga planen. Fazit: Ein Auswärtssieg nach einer klaren Leistungssteigerung nach einer enttäuschenden ersten Hälfte. Somit kann man in ruhige Zeiten wechseln und die Einwechslungen gerade von Lorenz und Kaufmann haben die Wende heute gebracht. Da hat der Cheftrainer Christian Eichner genau die richtige Entscheidung getroffen. Es gibt noch andere Videos. Wenn ihr Lust habt, sie anzuschauen, tut es.